1500, okay. Das nächste Schiffsteil ist fertig. Dann brauchen wir unbedingt Kanonen, aber 29.000. Ich meine, ich habe ziemlich viel Schotter ausgegeben. Hutchinsons Privatmuseum. Die Schriftrolle muss hier irgendwo sein. Okay. Oh, die Alligatoren da. Alter, das ist ein Privatzoo. Sieh das mal an. Gucken wir gleich. Oh. Aber schön gemacht, ne? Mal ernsthaft. Gestopfter Bär. Okay. Oder Schaukasten? Das hat wohl jemand geklaut. Loot. Und daraus macht er... Oh! Ich würde jetzt... Das muss vom Balkon gekommen sein. Was? Zeitlimit fürs Erreichen des Balkons? Was? Komm ich denn da hoch? Bär? Ja. Lang geht nicht, also. Geht nicht, also rumkrabbeln. Komm, zieh dich hoch. Danke. Komm hoch. Sehen. Dahin? Kaum. Der Mörder hat sein Opfer verfolgt. Doch wo lang? Alter, ist das cool. Wohl da lang. Beginnen mal alle untersuchen. Mechanismus gefunden. Der Mechanismus der Maske ist kaputt. Lebt der Typ noch? Ja, das wär's ja. Werden wir hier gleich gejagt, oder was? Muskete mit zwei Schuss? Ah. Bin gerade total gespannt hier. Am B. Fallen hier alles ist. Mich hier rein? Nee, und jetzt? Die Orgel. Alter, cool. Ach, da fällt mir gerade ein. Ich hatte ja von erwähnt, dieses Thema Errungenschaften und so, ne? Ich habe zum Beispiel keine Errungenschaften auf YouTube, auf Ubisoft bekommen bezüglich der Sequenzen. Muss ich die echt alle auf 100% machen? Die drücken zum Fallen lassen. Will ich das? Wahrscheinlich, ne? Ich verstehe nicht, wie hier jemand leben konnte.
Warum nicht? Kein Wunder, dass Hutchinson verrückt wurde. An einem Ort wie diesem. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Es ist ein bisschen unaufgeräumt alles, aber... Nicht von da oben gekommen? Ach, da. Überall Geheimkeller. Türen. Ich finde hier nie wieder raus. Okay. Bin ich wieder am Anfang. Ich kenne die Uhr. Was geht da? Da oben ist noch ein Schatz. Oder da hinten, wo ich hingehe. Komme ich da wieder hoch? Ja, hier ist ein Schatz. Wartet mal. Ah. Von hier aus komme ich nicht wieder hoch, ne? Das war... Schade. Wieder wird übersehen, aber mein Gott. Die Handabdrücke in der Uhr gefunden. Warum sollte jemand in die Uhr reinfassen? Hier wurde er nochmal angeschossen, oder? Hat sie gemacht. Wartet mal. Oh nein! Können wir nochmal zurückspulen? Es muss hier doch Hinweise geben, die mir weiterhelfen können. Wartet mal ganz kurz, der war eben zu sehen. No? Vielleicht können mir die anderen was verraten. Welche anderen Uhren? Jemand Uhrensammler, eindeutig. Er muss die Antwort irgendwo notiert haben. 10 vor 5. Ich war gar nicht so verkehrt. Oh. Kann er es anmachen? Nee, kann er nicht. Oh Gott. Jetzt kommen wir doch Richtung Outlast. Oh nein. Kannibale, Sadist oder sowas. Keine Ahnung. Nee. Guck mal, wie viele Menschenknochen hier liegen. Alter. Der hat das gar nicht geschnallt, dass der das Stück Papier hat, oder was? Boah. Ey, echt jetzt? Ist auch schon Skelett. Der soll den Fetzen noch haben, alles verdorrt am Körper. Wenn das Ding noch lesbar ist, ne? Vom Feuer geküsst. Also normalerweise glaube ich, wäre das Ding komplett verrottet gewesen. Das ist, schwierig. Die ganzen Körpersäfte, die da beim Vergammeln austreten, alles durchweichen, die Klamotten sind zerfleddert und alles. Und das Ding soll überlebt haben? Ich weiß ja nicht. Gut, dann holen wir mal das letzte Teil. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Hui!
Oh Gott, ich habe ein Kratzen im Hals. Der Chest Island. Da ist ein Schiffsfriedhof. Kannst du nicht verfehlen. Es heißt, Abel Owens war an Bord eines dieser traurigen Wracks. Wenn das stimmt, findest du seine Überreste dort. Plünderer lieben den Friedhof. Du musst wachsam sein. Okay. Das heißt, wir können auf Feindkontakt stoßen. So richtig verstanden, ja? Na dann. Okay. Wenn Abel Owens Schiff hier gekentert ist, müssen sie selbst nach etwas gesucht haben. 3000, alter Schwede. Oh, gespannt, gespannt. Ich liebe so eine Stories. Ich liebe sowas. Ich bin nochmal gespannt. Die DLCs finden ja mit Connor auch statt. Und einiges geht auch ein bisschen Richtung Schatzsuche und Veränderung der Geschichte. Also ich werde es ja auf jeden Fall spielen. Ich muss nur mal gucken, wie ich es mache. Und danach geht es ja mit Liberation weiter. Über. Oh Gott, ist das gerade komisch. Arbeitet jemand? Da lebt jemand. Noch ein Schiff. Plünderer. Muss ich den leiser ausschalten? Das kann ich wohl vergessen mit leise. Leg das hin! Wow, hallo Echo. Hau ab! Ich hab's gefunden! Das gehört mir! Halt! Natürlich. Lass mich! Ich hab's gefunden! Was du gefunden hast, gehört mir! Connor, da müssen wir echt nochmal drüber reden. Netter Versuch. Nicht so schnell. Wow! Was? Ja, super. Klasse. Schön. Egal. No, 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 no! Warum verfolgst du mich? Weil das mein Zettel ist. Halt an und gib mir, was ich suche! Hätte ich hier oder da lang gemusst? Was meins ist, ist meins! Gib es zurück! Ach so, okay. Alter Schwede. Okay. Nein, da unten sind... Verdammt. Oh, fuck. Hat drei Schuss noch? Verfolgt mich, ey. Das Ziel oh! Nein! Oh, fuck. Aua. Toll, wie sollte ich denn das jetzt sehen, bitte? Gib mir meinen Zettel! Nahe der Burg des Wolfes. Ja. Okay. Genau, einmal quer über den offenen Ozean, einmal rüber schwimmen zum Schiff.
Das war ja mal ein kleiner Fehlschlag. Alle drei gescheitert. Schön. Na gut. Man kann ja nicht alles immer zu 100% schaffen. Und was hältst du davon? Sie scheinen alle von ein und demselben Stück Leder zu stammen. Leder? Es liegt unter des Adlers Bett, nahe der Burg des Wolfes, bei einem Baum vom Feuer geküsst, gegenüber des Felsens, der nicht passt. Und der Kurs zu einer Insel. Die Symbole sind mir ein Rätsel. Das ist Oak Island. Bin etliche Male daran vorbeigesegelt. Keine bemerkenswerte Insel. Der Ort ist dann wohl der leichte Teil. Ei. Und wir warten nur, dass du bereit bist, dorthin zu fahren. Tatsächlich was gefunden? Oak Island, da oben. Ja, ne? Dann lasst mal gucken, was das ist. Und abschließen. Huch. Ich bin etwas nervös, Connor. Die Aussicht auf Captain Kidd's Schatz und die damit verbundenen Mysterien lassen mich nachts nicht schlafen. Beruhige dich wieder. Es ist doch nur ein Schatz. Ich dachte dasselbe. Doch bei so viel Aufwand, ihn zu verstecken, kommen mir Zweifel. Also, ich bin der... Also, meine Zweifel... Die Kontrollen führen uns in die Mitte dieser Insel. Entsetzlich weit weg, Captain. Was in aller Welt hat Kidd hier versteckt? Also, mein Gedanke ist, es wird einen Schatz geben, aber das ist ein Schatz, den man wahrscheinlich nicht mit Geld aufwiegen kann. Also... Ich weiß es nicht. Doch ich werde es herausfinden. Erinner dich, was er schrieb. Bei einem Baum vom Feuer geküsst, nahe der Burg des Wolfes, unter des Adlers Bett und der Felsen, der nicht passt. Was immer das heißt. Glaubst du, das sind Landmarken? Wahrscheinlich. Vom Feuer geküsst, der sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist es. Oh, was ist das? Kann man das drehen? L und R. Ah. Ich hab's. Oh. Nein, nochmal ganz kurz. Da ist der Baum. Glaube ich. Nein, 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 Connor, komm hoch. Wir müssen hier irgendwie hochkommen. Schön. Gott, oh Gott. Alter. Wie geil ist das denn bitte? Und jetzt? Bäume, ne? Unter des Adlers Bett. Ich hab's. Ich hab sowas wie Adlerfeder. Drei Bäume. Fertig. Weiß nicht, ob ich so eine Zeit schaffe, aber mal gucken. Wir werden sehen, wir werden sehen, ob ich es in der Zeit schaffe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, wir wissen, was der Schatz am Ende ist. Na bitte. Ich hab's. Zweieinhalb Minuten? Der letzte Hinweis da.